Komm mal auch mal ein bisschen nach vorne zum Kämpfen bei euch. Ja, tu das, du bist... Ja, sorry. Machen wir mal hier nochmal einen starken Angriff. Dann metzeln wir uns gemeinsam nach vorne durch die Gegnerhorden. Oh, die stehen aber ganz schnell wieder auf, dafür, dass ich ihn gerade umgehauen habe. Lauter steh auf, Männchen. Ja, ich muss mich halt heilen. Ja, komm in meinen Kreis. Mich einfach bis zu dem Bogenschützen durch. Oh ja, so. Okay. Und weg und weg und weg. Jetzt stirb doch mal. Geht doch. Finaler Schlag, auch wenn es nicht so aussah. Oh, da ist eine Kiste. Schild des Jägers. Sag mal, wieso kriege ich eigentlich keine Waffen? Ich krieg nie Waffen. Ich krieg immer nur Rüstung. Schade. Oh, meine Langklinge ist sogar schon kaputt. Die Waffen können anscheinend auch kaputt gehen. Aber die ist besser, yep. Meine neuen Handschuhe. Ja, ja. Den Zorn der Elder. Ich dachte Elben. Nee, Elder. Elder Scrolls Online. Noch nie gehört. Achso. Oh, Artefakt der Wester Nässe? Was? Naja, es gibt auch die Wester Trockene. Wow. Warte, es gibt auch die Wester Welle. Gab es. Ja, stimmt. Kampfverschlissener? Okay, irgendwas. Kann man da vor. Oh Mann, da oben kommen wir nicht irgendwo hin, oder? Nee. Oh. Na dann, würde ich sagen, gehen wir hier rein. In die Katakomben oder so. Sofort. Ich muss noch Truhen kaputt machen. Ist okay. Lass deine Wut reinlaufen. Ich muss Aggression loswerden. Ja, genau. Immer diese Zwerge. Man regeneriert aber nicht von alleine die Lebensenergie. Das ist auch... Echt nicht? Nee, also meiner nicht. Anzahl der benutzten Fähigkeiten. Eine. Ja, wir waren sehr gut mit unseren benutzten Fähigkeiten. Erlittener Schaden habe ich am wenigsten. Das finde ich gut. Das ach, da kann man zuschauen. Applaus. Ah, okay. Ja gut, jetzt passt es schon eher. Lukas ja. Hat mehr als vier Beine. Jetzt das klappt mit dem Tank anscheinend. So, Einzelfähigkeiten, Angriff, zugefügter Schaden. What? Ja, ich mit einem Schlag halt zugefügt. Gesamtmenge an gefundenes Bargeld. Oh ja. Schon aber ich habe in der einen Truhe hatte ich so viel drin, deswegen. Gesamt also. Verursachter Schaden. Ja gut, der Lukas war anscheinend repräsentativ. Wie etwa nicht repräsentativ das Ganze hier. Ja doch, so soll es ja sein. So soll es ja sein, ja eben, dann macht jeder seinen Job hier. Wobei ich eigentlich noch mehr Schaden machen müsste als der Lukas. Tja, kommt irgendwas noch, kommt machst noch. Du falsch. Du hast halt den Schaden. Ei. Das kommt aber spät, Leo. Ja, Leo braucht mal ein bisschen länger. Das ist die Leitung auf der Stelle. Was lange währt, wird endlich gut oder so. Da ist er ja wieder unser Adlerfreund. Mit dem schlechten Auge. Bellaram heißt er. Da gibt es den wirklich guten Rahmen bei ihm. Den Bellaram. Die Mauer ist frei, gut gemacht. Ich kann ungehindert fliegen. Aber andere kämpfen noch in der Stadt. Womöglich brauchen sie unsere Hilfe. Könnten es Elronds Söhne sein? Ich weiß es nicht, doch sie ziehen mit List voran und hinterlassen eine lange Spur von getöteten Feinden. Das klingt in beiden Fällen nach Eladan und Elro hier. Wahrscheinlich ziehen sie in Richtung der Zitadelle, genau wie wir. Lasst uns weiterziehen. Vielleicht treffen wir mit ihnen zusammen. Ich werde euch von oben Deckung geben. Auf offenem Feld kann ich gegen unsere Feinde zuschlagen. Ruft nach mir, wenn eure Not groß ist. Haben wir schon mal gemacht, hat geklappt. Ich will ja nichts sagen, aber Drau, Alter, siehst du scheiße aus. Was? Ich wollte gerade sagen, du siehst aus, als hättest du oft und lange gekämpft. Das Krautgenossen aus dem Auenland. Oder so. Ach, hier ist schon wieder ein Shop. Jo. Seht, da sind Eladan und Elro hier. Ist echt, sind egal, sie wir haben. Ist doch egal. Ich sehe gar nichts. Elben, wir haben einen Shop gefunden, damit sind wir jetzt erstmal beschäftigt. Und Elro hier brauchen sie Hilfe. Okay, schau mal, wie viel die Waffen kosten. Vielleicht krieg ich ja doch mal... Jetzt habe ich gerade ein Schwert verkauft, ein Einhänder. Okay. Entschuldigung. Einmal mit Profis, weißt du. Es tut mir doch leid. Ja, komm her, hier gibt's gar keine guten Waffen. Gibt's doch nicht. Nicht so richtig. Oh, danke für das Schild, den ich nicht brauche. Ich habe Eridin Luin Kopfbedeckung. Kaufe ich mir. Auch wenn's scheiß teuer ist. Ah, gönn dir. Ich glaube, dafür haben wir noch das Geld, oder? Eben, ich glaube, Münzen müssten wir hier eh mehr als genug bekommen. Ich glaube, daran sollte es nicht scheitern. So, jetzt habe ich ein Kopfteil, das ich mir aufsetzen kann. Was nennt mein Helm? Ich jetzt mache. Nein! Nein, es ist ein Kopfteil. Lukas. Was denn? Sag mal, ob das ein Helm ist oder ein Diadem. Ich sehe dich nicht, ich bin hier... Dann geh raus. Ich sehe nur eine Achso, das sind deine Haare. Ah, Diadem, okay. Ja. Das ist nicht mein Diadem, ist so... Wie heißt das? Den habe ich mehrere Arme... Den habe ich mehrere Arme und den Kopf gleichzeitig abgehackt. Boah, hast du ein scharfes Schwert. Oh ja. Schärfer ist nur meine Zunge. Als Let's Player. Oder so. Ja.
Woanders wird's nur wehtun. Das Gute ist, hier können wir kämpfen, ohne dass der Len uns, dass wir nicht auf Len warten müssen. Aber Len ist eh schon da. Wenn du immer vorrennst. Du rennst bloß immer hinter. Nein! Okay, schlechte Begründung. Die Nerven. Ich habe eine große Feder erhalten. Kacke. Len hat die größte Feder. Was kannst du mit den großen Federn machen? Beleram rufen. Ah. Stimmt, das ist praktisch, ja. Jungs? Ja, ich bin hinter. Ich kämpfe gegen den, der dir gerade in den Rücken fallen wollte. Das ist gut. Immer noch in der Hoffnung, irgendwann meine zwei Schwerter zu bekommen oder überhaupt mal ein Einhandschwert zu bekommen. Hey, hörst du auf hier? So, der hat wehgetan, der Schlag. Jedenfalls hat er ein lautes Geräusch gemacht. Das ist Wahnsinn, was einfach ein Gegner aushält. Das ist so Wahnsinn in dem Spiel. Jo. Immer wieder faszinierend. Heilung. Hast du ein bisschen Heilung, kann ich schaden. Jo. Da oben schießen ja immer noch rum hier. Jo. Wahnsinn. Was für Schisser. Wo ist denn der? Nein, Schießer. Lukas, der Schießer. Ich hab eine Truhe entdeckt. Zum Schießen, die Kerle. Truhe. Ui. Oh, Belaram hat das Ding gerade eingerissen. Jo. Wo ist die Truhe, Leo? Folge mir. Folge dem Len. In eine andere Welt. Dort, wo es noch Truhen und Heiltränke gibt. Mithlon-Stab. Ihr habt die noch viel besser zu erkennen war, voll übersehen, oder? Schwert! Das war die bessere Kiste, Lukas. Mithlond Brustharnisch. Hast du Brustharnisch? Ich hab dir jetzt den Mithlond-Stab. Und ich hab da war echt viel bekommen. Also die beiden haben sich gelohnt. Hoffentlich ist ein Einhandschwert dabei. Guck dir meinen Mithlond-Stab an. Okay, immerhin ein Einhandschwert. Ich hab den Stab nicht gesehen. Ich lauf jetzt danke, Lukas, ich hab's mir extra gespart. Hallo, dein Stab ist jetzt in meinem. mein Stab ist jetzt in deinem Gesicht. Was macht er denn da? Und du kannst nichts dagegen. Oh. So, jetzt habe ich immerhin schon mal ein langer Hammer, das Vorschlaghammer. Ich habe zwei Hammer bekommen. Wow, du bist der Hammer. Hammer Time. Langer Hammer des königlichen Schmieds. Den gab's nicht so einen, der Hammer hieß? Ja, den habe ich jetzt auch gerade. Den habe ich gerade angeredet. Bei Mordor Schatten ist doch der eine der Hammer, oder? Ja. Keine Ahnung. Doch, ich glaube. Ich habe das Spiel nie gespielt. Oh, hast du was verpasst? Bessere Hose. Ich wollte gerade sagen, da hast du nichts verpasst, aber gut. Doch, zwei Herr der Ringe. Ja, okay. Wenn das die Begründung ist für gute Spiele, dann... Ne, ich meine, das hier ist eigentlich auch kein gutes Spiel. Hier ist übrigens noch eine Truhe, aber zusammen macht's einfach Spaß. Hier sind sogar zwei Truhen. Hier habe ich nur was gefunden. Ein Weichläufer hat uns hier ein paar Vorräte hinterlassen. Oh, Kurzschwert! Ich glaube, ich habe jetzt... Ne, das ist bloß... Wett. Okay, offensichtlich muss man sich in dem Spiel hier sehr gut umsehen. Ja, und was? Ich habe endlich mein zweites Schwert. Wo siehst du? Wo sind die Truhe? Da war doch eine Truhe hier in der Ecke. Da ist so eine. Ja, ich dachte, du hast gesagt zwei Truhen. Ja, hier war für mich noch so ein Gebiet. So Fernost-Erein, was nur für mich ist. Brustharnisch des Speers. Große Feder. Rüstung des Speers. Ich habe eine neue Rüstung, eine große Feder. Achso, das ist ein Zweihandschwert. Brauchst du ein Zweihandschwert, Lukas? Jo, immer gern. Also alles, was Zweihand ist, hau her. Gut, dann nehme ich immer die Einhandwaffen, du immer die Zweihandwaffen. Und Mithlon Großschwert. Also ist ich kann mich ausziehen. Interessant. Nein. Wobei. Na, lass mich. Wow, ich hab schon wieder schwer. Ich habe jetzt gerade vier Schwerter bekommen. Vorhin habe ich mich beschwert, dass ich nichts bekomme und jetzt werde ich hier. Ich habe Armschienen für dich drauf. Ich habe neues T-Shirt. Schön. Einhandschwert war sogar besser als mein aktuelles. Sehr schön. Und ich habe hier einen Hammer für. Ich gebe dir den einfach mal, falls der andere kaputt geht. Danke. So, jetzt sind aber die Schwerter doch irgendwie besser. Hä, was ist da jetzt los? So. Ich sehe doch super aus ohne Rüstung, oder? Noch besser. Weil ich kann gerade nicht. Also guck mich an! Ja! Na, guck mich an! Ja, doch, Len, doch. Kann sich sehen lassen, der Len. So, jetzt Len ist ein schönes Mädchen. Wow, Len, wir sind begeistert. Es war eine lange Unterhose drunter. So, ist doch warm genug hier eigentlich. Ja. Oh ja. Len hat schon wieder Leggings an. Lukas, du hast was Rosanes an. Sei still, es ist lila. Es ist rosa. Von mir ist es lila. Lukas ist ein rosa Zwerg. Schnauze. Aua. Boah, jetzt muss ich mal mit zwei Schwertern kämpfen. Das wird bestimmt cool. Boah, das ist so viel schneller, wenn man mit zwei Einhandschwertern kämpft. Boah, davon gibt es bestimmt auch gleich großen Kampf wieder. Ich muss hier meine Gruppe versammeln. Ich bin übrigens auch immer der in den Gesprächen quatscht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist, weil ich die... Du bist der Waldläufer. Du bist der Mensch. Nee, wahrscheinlich, weil ich der Host bin. Oder so. Nee, du bist einfach der vorne steht. Keine Ahnung. Naja.
Ihr wisst ja, was ihr seid. Ihr seid ja Drabulenten, haben wir festgestellt. Ja, genau. Weil wir sind Drabulen und Enten. Achso, wir sind die Drabulenten. Ja. Aber die unsere Zuschauer sind ja Abonnenten, deswegen auch. Wir sind Drabulenten. Und tschüss. Tschüss, sag dich. Ist oben, einer tschüss. Oben ist keiner am Geschütz, gell? Tschüss. Boah, da kämpft man ja gleich ganz anders mit zwei Schwertern. Oh, ist das geil. Ist das geil oder ist das geil? Hier, Freunde, ich bin gleich tot. Geh halt in das heilsame Licht, Mensch. Wieso stirbt er nicht? Oh, die Gegner können aber leider die Angriffe blocken. Seit wann blocken die denn Angriffe? Haben die sonst auch nicht gemacht. Boah. Ich hol mal Beniram. Oh, okay, passt. Alles gut. Oh ja. Da oben geht's schon weiter. In der ersten Reihe kämpft der Ele. Jo, klar. Da wo ich hingehöre. So, natürlich. Das stimmt allerdings echt. Volltreffer plus 7. Versuch mal oben die Typen abzuschießen mit deiner Armbrust. Diese Bogenschützen sind nämlich äußerst nervig. Wo? Oben auf den beiden Türmen sind Bogenschützen. Einen habe ich gerade den Kopf verschossen. Sie nicht. Ja, da kommt. Ach, der läuft ja immer noch rum ohne Kopf. Ist ja wie ein Hühnchen. Auf diesen Türmen. Okay, den zweiten habe ich auch den Kopf abgeschossen. Alles gut. Und irgendwie. Ja, komm schon. So. Der steht immer noch an der Armbrust hier. Oh, da kommen viele. Oh, oh. Standardes Geschütz, anderes Geschütz. Oh ja. Yeah. Na, Jungs, kommt her. Kommt zu Papa. Hilf mir. Oh ja. <yeah. lacht> Ja, da fliegen sie aber. Oh ja, ja, ja. Da kommt Stimmung da vorne. Nee, 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 komm. Treff sie nicht. Ey. Ah, das taugt. Ey, kann mal einer mich verteidigen hier? Dann spare ich uns ganz viel Arbeit. Ja, ja. Ich habe gerade versucht, mich selbst zu verteidigen. Weil ich kann nämlich mit dem Geschütz, dass man... Ah. Mit dem Geschütz kann man ganz viele Gegner in ganz kurzer Zeit erledigen. Ja, mach so. Das. Bin dabei. Ich hoffe, jetzt, okay, jetzt kommen gerade keine neuen. Da drüben ist noch irgendwo ein Bogenschütze, gell? Ja, da oben ist er. Noch einer. Versuchen wir möglichst am Kopf zu schießen. Vielleicht machen wir ihn dann schneller tot. Hab ihn. Gut. Ja. Leo schießt einmal drauf. Kill Steel. Aber sowas von. Ich reporte dich. Ja, ja. Kommt da nochmal irgendwo Gegner? Ne, ist so ruhig geworden hier. Da ist noch einer. Ja, nee, ich meine hier, auf der Seite, wo ich am Geschütz stand. Ist so ruhig hier geworden. Sind hier noch irgendwo drum gewesen oder sowas? Also ich schaue mich gerade um und hier sind nur, also ich sehe gerade nur Kisten. Okay. Kisten, Kisten. Haben wir die eigentlich schon alle besiegt, die Gegner? Nee, da geht's nicht weiter. Ich glaube, wir haben die echt schon alle besiegt. Da vorne mal schauen. Müssen wir eigentlich da vorne hoch? Da oben ist irgendwo noch einer. Oh, da oben sind ein paar. Ja, ich merke auch gerade, ich bin ganz beschossen. Ah ja, stimmt, auch auf der Seite sind noch welche. Ja, die schießen. Kannst du auch das Geschütz nehmen, glaube ich. Damit könnte es auch theoretisch gehen. Au! Die treffen ja sogar. Okay, ich gehe. Sind leider keine so schlechten Schützen, wie man immer hofft, ne? Nee, wir sind ja nicht bei Star Wars. Sind keine Sturmtruppen. Au! So, dann schießen wir sie hier mal. Jawohl, da kann ich genau hinschießen. Noch jemand da oben. Na, noch jemand? Ich weiß ja nicht, aber ich habe eine Truhe gefunden. Viele! Truhe? Ja. Einfach drei oben. Da auf einem Haufen. Ach, da, ja. Oh ja, die treffe ich alle drei auf einmal. Geheimnisvolle Alter. Schön. Ring des Gelehrten und was anderes. How the fuck bist du da hingekommen? Das wollte ich auch gerade fragen. Wie zur Hölle bist du... Wow, es ist so schwer. Ah, obenrum, obenrum, es ist obenrum. So schwer, da hochzugehen. Nee, du wurdest uns nicht angezeigt, gescheit. Du wurdest uns nicht gescheit angezeigt. Ach, da. Es sah so aus, als wärst du hinter dem Gebäude. Ja. Ui, da gibt's ja... Oh, eine Pfeife habe ich bekommen. Ah, guck mal. Ich hab den ersten Ring angelegt. Was hast du? Guck mal. Ich hab die Wand übrigens gerade mit meiner Faust aufgeschlagen, das möchte ich betonen. Die hinter dir. So, machen wir den. Ich mache erstmal meine Zweihand, werde ich noch voll aufrüsten erstmal, dass das auf jeden Fall passt. Oh, da ist noch eine Truhe, stimmt. Ja, sehr genau, gut. Das ist das, was ich meinte. Das ist sehr gut. Das ist auch gemein. Wenn ihr irgendwas findet, irgendein Gebiet, dann können das alle nutzen. Wenn ich was finde, kann das nur ich nutzen. Tja. Egoistische Waldläufer immer, ey. Wahnsinn. So, jetzt muss ich auch gerade mal gucken. Alles auf. Ich habe eine andere Kopfbedeckung. Oh, ich habe jetzt endlich mal eine Schulter. Was für die Schulter? Naja, schaut nicht so schick aus, aber die Rüstung ist niedriger, aber es sieht cool aus. Ich zieh's mal für eine Zeit lang an. Ich habe eine bessere Rüstung gerade bekommen, die genauso aussieht. Irgendwie sind die Rüstungen alle sehr ähnlich gemacht, hier habe ich das Gefühl in dem Spiel. So, jetzt habe ich zwei Ringe an. Okay, die Schwerter sind leider nicht besser. Ich bin übermächtig, ich habe zwei Ringe an. Okay, gut. Ich habe jetzt einen Ring auch gerade bekommen, glaube ich. Zwei Ausdauer kriege ich dadurch mehr. Schadet sich ja auch nicht. Ich habe 40 Kraft und 2 Ausdauer, ja. Guck mal an, wie ich jetzt aussehe. Ich bin jetzt Assassine. Sieht eher aus wie Nonne. Hey. Ja, es ist auch nicht so gut. Unsere Kriegsnonne. Unsere Kriegsnonne. Und Double. Oh, so, ich mach jetzt mehr Schaden mit Zweihandwaffen. Das ist gut, ich auch. Achso, mit Zweihand. Achso, ja gut, ich habe mit zwei Einhandwaffen mehr Schaden.
So, wo ich bin noch kein Level aufgestiegen. Du hast mir gerade den Killstil gemacht. Deswegen bin ich kein Level aufgestiegen. Ne, jetzt ohne Witz, wo müssen wir weiter? Die Treppe. Da, wo die hergekommen sind. Da hoch, die Treppe hoch. Ja, das ich würde sagen. Dann gehen wir mal die Treppe da hoch. Schaden wird es auf jeden Fall nicht, da hoch zu laufen. Außer ja, dann lässt du einfach die Kisten stehen. Was für Kisten? Da ist Gold drin. Ach so, Gold. Ja, Drachenbursche, du musst wissen, ich habe den Leo, den den Assassin's Creed Spielen darauf erzogen, wirklich aufs Gold zu achten. Okay. Ja, das wusste ich natürlich nicht. Geh weiter. Ich glaube, wir haben das Level abgeschlossen. Ui. Ich weiß, was kommt. Huhu, das wird lustig. Oh. Ich nicht. Doch, das wird lustig. Nee, du kommst ja nicht, das ist richtig. Also weiter. Was? Rein da! Ich weiß auch nicht, was passiert. Wir stehen uns alle gegenseitig im Weg. Nee, doch, das musst du noch nachladen. Puff. Neues Missionsziel, töte den Troll. Oh Gott. Och, nö! Na, ist er nicht süß. Verpiss dich, Troll. Ah, da. Bist du blind? Ich habe in die andere Richtung geschaut, Kopf Leute. Schuss. Wow, wow, wow. Wichtig an der Stelle, rennen und viele rollen und möglichst viele schießen auch. Oh, kann ich... Ich habe einen schweren Schlag machen können gegen ihn, das ist, glaube ich, gut gewesen. Ich der hält echt ziemlich viel aus, aber gut, wenn wir zu dritt kämpfen, dann vielleicht auch nicht. Au! In der Mitte. Das sah gut aus. Wow, 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 der haut ja alles kurz und klein. Der hat echt mächtig schlechte Laune, der Kerl. Au, kacke. Jungs, aufpassen. Ah, ihr seid beide nicht tot, renn, gut. Renn. Ganz ruhig. Also auf euch hat das abgesehen gehabt, glaube ich. Oder auf Lukas, weiß nicht genau. Auf mich. Vielleicht mag er keine Zwerge. Dabei habe ich eigentlich gehofft, dass ich irgendwie außerhalb seines Sichtfelds bin. Meinst du, er kann nicht mehr weit runterschauen? Ja. Au! Ah, kacke! Ich war doch weg! Mensch, was macht ihr? Ja, uns treffen lassen. Noch nicht das, was wir sollen. Ich versuche gerade noch auszuweichen. Ah, kacke. Ordentlich nochmal draufschießen mit den Pfeilen. Macht ihm auf jeden Fall auch nochmal Schaden. Oh, geh weg. Nicht auf mich. Böser Troll, ganz böser Troll. Blablabla. Zerstört. Nicht cool, das finde ich nicht cool. Vielleicht Kopfschüsse machen, glaube ich, auch mehr Schaden, oder? Nee, nicht wirklich. Bisschen mehr Schaden, aber nicht so viel, dass es das wert wäre. Wir haben ihn auch schon ein bisschen. Ziemlich viel Schaden. Wir haben ihn auch schon ein bisschen gepierst hier. Er ist jetzt Pierce Brosnan. Hierher, zu mir, wenn ihr Heilung braucht. 183 Wieso Schaden, läuft er da eigentlich immer rein? Weiß nicht, er will auch geheilt werden, vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Jawoll! Levelaufstieg. Easy. Alter. Easy. Was? Weiter? Nein! So gut! Der ist, glaube ich, tot. Mann, ich wollte doch das Loot haben. Ich dachte, ich kann looten mit A. Und dann macht er einfach weiter. Da kommt jemand. Na, wer könnte das denn sein? Einen Troll im Kampf zu besiegen. Das ist eine beachtliche Leistung, Freunde. Dankeschön. Es scheint, wir stehen auf der gleichen Seite. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Erlaubt uns, euch zu helfen. Aktueller Bereich vorne. Verursachter Schaden. Oh, na, ja. Endlich mal hat er gescheit gemacht. Anzahl Benutzer rassenspezifischer Fähigkeiten. 5. 0. Oh, kacke. Das müssen wir noch üben mit den speziellen Fähigkeiten. Anzahl der benutzten Fähigkeiten. Ja, mit Fähigkeiten habe ich es nie so in Spielen. Ja, dafür habe ich die meisten Kills mit nur einem Schlag, nämlich zwei. Wow. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zahl der Brüche. Ich habe wohl am öftesten erbrochen. Ja, ich glaube, du wurdest am öftesten verprügelt. Heilmittel habe ich kein einziges benutzt. Aber was man sich da auch alles anschauen kann. Jo. Standardangriff, zugefügter Schaden. Längste erreichte Trefferreihe. 1058, glaube ich, war mit der Balliste gewesen, deswegen. Erlittener Schaden? Jo. Aha. Anzahl der durchgeführten Kopfschüsse. 3. Machen wir doch weiter. Bevor der denn hier noch auf irgendwelche Ideen kommt. Was für Ideen? Weitere peinliche Statistiken vorzulesen. Ja, genau. Das ist einfach nicht gut für uns, Drachenbursche, gell? Nee, da kommen wir irgendwie meistens schlecht drumherum. Oder schlecht raus. Hahaha, ho, ho, ho. Huhu. Und ich dachte, meine Witze wären schlecht. Oh, du hast unsere noch nicht erlebt. Das sollte jetzt eigentlich ein Filmzitat werden, okay. Welcher Film? Einer der Batman-Filme, ich weiß, stimmt, nee, ja, ich erinnere mich schwach. The Dark Knight. Ja, genau, stimmt schon. Mit Joker. Ja, genau. Ein Batman-Film mit Joker. Lukas.
Der Part von Herr der Ringe, der Krieg im Norden, ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr von mir. Und es lohnt sich natürlich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Die Links zu denen und natürlich auch zu den Kanälen vom Lens16 und vom Evil Love Entertainment findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!